Westen wie nach Nordwesten. Also da lang. Nein, schon wieder ein Wolf. Kannst mich mal. Komm, ruf Peter an, die sollen ihre Würfel zurückholen. Eine Pistole. Ich habe mich schon gefragt, wann ich eine finde. Schön, dass du 1000 Knarren findest. Ich hoffe, das ist eine Brücke hier. Aber weißt du, ich hätte einfach gerne mehr Munition als nur 1000 Waffen. Ja, ich habe Munition und keine einzige Waffe. Was sagst du denn dazu? Oh. So, den Minivan hier, das suche ich eben noch. Oh Gott. So viel Metall. Wie schaut's aus in Pleasant Valley? Viele Leute? Ich habe bisher keinen Spieler gesehen, nur Zombies. Ah. Was nichts heißen soll, ne? Ja, das stimmt. Das ist cool, die Sterne sind vor dem Mond. Das heißt, entweder sind unsere Sterne in unserer Galaxie verflucht klein und nah, oder der Mond ist gigantisch und hinter den Sternen. Und der nächste. Wunderbar. Wahrscheinlich ist es ein Supermond, den wir haben. Apropos Mond und bin ich gerade mit dem Kopf auf Blutmond gekommen und da bin ich dann auf Terraria gekommen. Für Terraria gibt es ja bald eine Fortsetzung. Kein Add-on, sondern ein neues Spiel. Auf Terraria Engine. Auch von denselben Herstellern. Und das soll wohl sehr, sehr gut werden. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich auf der falschen Seite des Dams. Naja, passt schon. Verdammtes Mistvieh von Reh. Es ist dunkel, ich sehe nichts, weil mich der Scheinwerfer hier blendet. Und hinter mir ist wieder ein Zombie und Wolf her. So, ich esse jetzt aus dem Mülleimer Chicken Sandwich. Das wird wahrscheinlich gleich meine Infektionsrate steigern. Nee, doch nicht. Das ist noch gut. Da haben sich schon Penicillinbakterien gebildet. Hier steht eine Hütte im Wald. Lass mich in Ruhe. Ach verdammt, wo kommen die alle her? Ich laufe jetzt in Romero Supermarkt. Genau. Hat die Hütte gehört, wem hier? Schade. Wenn ich schon sterbe, dann richtig, Zeit. Ne? Damit Stil. Genau, sie ist positiv. Wow, hier. Ah, hier geht's aber steil runter. Verdammt, hier ist ein Wolf gerade reingelaufen. Ich lauf trotzdem rein. Oh! Hab ich so eine Fackel in der Hand nehme? Ich sehe überhaupt nichts hier. Der Romero Supermarkt ist infiziert mit Wölfen und Zombies. Die haben auch Hunger. Es sind kein Spieler zu sehen, aber Wölfe. Und Zombies. Wolfszombies. Wie komisch der Hall ist, wenn man in einem Raum ist. Ich höre draußen die Wölfe, aber ich höre den Hall, als ob sie in einer gigantischen Sporthalle stehen. Zucker und Kaffee wieder nur hier. Also Bürosachen brauchen wir gar nicht zu durchsuchen, da finden wir nur dasselbe. Habe ich irgendwas zum Essen dabei? Nee. Kann der Kaffeepulver essen? Schmeckt bestimmt vorzüglich. Bläh. Mit Sicherheit. So, ich habe nur noch 6 Pfeile. Das ist mehr wie ich, aber ich habe ganz viele Stöcke dabei, die kann ich aber gerade leider nicht verwenden, weil ich immer noch verfolgt werde. Verdammt, da ist ein Wolf in der Toilette! Was? Ach so, unfair! Wer bloß raus hier? Ihr habt doch alle einen Knall. Oder fährt einer im Auto, der will mich überfahren? Ich hau ab. Und noch ein Braunbär. Ach, wollt ihr mich eigentlich. So, das Auto habe ich überhaupt nicht abge... Ah, den blöden Braunbär nicht. Ach, das ist doch nicht wahr. Du
Du, ich bin bald da im Pleasant Valley, jetzt stirb bitte nicht. Ich hab einen Braunbär hinter mir her. Und ich weiß nicht, wo ich langlaufe. Und ich glaube, das ist keine gute Idee, was ich gerade mache. Scheiße. Ich hab den Braunbär in die Irre geführt. Du hast den Braunbär in die Irre geführt? Ich hoffe es. Aber ich glaube, ich habe mich gerade selbst auch in die Irre geführt, weil ich nämlich nicht weiß, wie ich aus dieser Situation wieder heile. Oh, das gibt's so gar nicht. Das auch zu... Mir wieder ab. Mal schnell ein paar Pfeile bauen hier. Der Brombe lässt auch nicht locker. Da brähe er einfach nur. Steht in der Mond. Da ist ja noch einer, bitte! Ach komm! Ihr seid doch alle irre! Ach, oh, fliegendes Auto. Hab auch ich schön. Mich gerade erschrocken, ey. Hier ist so eine Pennertonne, die ist gerade angegangen, als ich in der Nähe war. Die gehen wohl von alleine an. Ja, die Bären sind hartnäckig. Oh Gott. Das ist Bruno der Bär. Es ist so dunkel hier. Wir haben so einen geringen Abstand, ich kann nicht eine Tür aufmachen, weil ich sonst in Gefahr laufe, von den blöden Mistviechern erwischt zu werden. Ich muss das riskieren, aber... Hier rein. Ja, da das ist Kies. Oh, scheiße, mit einem Biss. Oh. Jetzt habe ich mich im Klo eingeschlossen. Das ist ja keine Lösung. Ich muss ja erst mal ins Bett, ich brauche mehr Energie. Ich hoffe, ich kriege genug zurück. Meinst du einen Schuss aus der Schrufflinte killst du einen blöden Bären? Puh. Einen echten Bären würdest du wahrscheinlich mehr als umhauen. Scheiße. Ich glaube, hier sind Zombie in meinem Haus und ich bin noch am Resten. Nein, da ist einer. Ich bin tot. Jawohl. Nein. Ja. Was machst du denn für Sachen? Die Bären waren's. Ich wollte mich echt nach hinten... Natürlich. Immer waren's die Bären. Ich wollte mich nach hinten umdrehen und gucken. Also mit der Alt-Taste. Habe aber die Alt-Taste nicht gedrückt, habe mich natürlich rumgedreht und bin in die Bären reingelaufen. Super. So ja, was siehst du, dass du nach Pleasant Valley kommst. Sowas macht man natürlich nicht. Jetzt ist es dunkel und ich bin im Wald. Schön. War es eben noch nicht dunkel bei dir? Ja, aber im Wald ist es düsterer, man sieht gar nichts. Ich glaube, der Mond ist am... Nee, der ist immer noch am Aufgehen. Willst du mich verarschen? Wie lange ist denn hier dunkel? Scheiße, ey. Jetzt habe ich auch die Hand-Drawn Map. Ach ja. Jetzt bist du doch nicht mehr infiziert, oder? Nee. Wo bin ich denn jetzt? Sieht man auf der Karte nicht? Nee, das siehst du auf der Karte nicht. Ist ja eine handgezeichnete Karte und kein GPS. Schade. Ohne Knarre. M1911, wunderbar. Habe ich dafür Muni? Da kommt die Punkt 45er rein, ne? Probier's. Ja, er lädt nach. 3 Schuss. So. Ich habe ganze 7 Pfeile, die ich jetzt mal mitnehme. Jetzt versuche ich mich in dem dunklen Wald zu orientieren. Das wird doch. Versuche ich im dunklen Haus zu orientieren. Das wird doch gar nichts. Ach, ja, schon der erste Zombie. Ah, da ist eine Hütte. Da sind Hütte, Häuser, Häuser. Ferienparadiesresort, hier war ich schon mal. Ferienparadiesresort klingt gut. Bleib da. Scheiß auf die Zombies. Mach Ferien. Ich gehe jetzt erstmal hier oben rein. Finde keine Tür. Doch, da. So stockduster, dass ich wieder nichts finde.
Minute schon wieder. Ich hätte jetzt gern irgendwie eine Taschenlampe oder ich hätte auch gern einfach mal eine Fackel. Ich habe zwei Fackeln. Könnte ich eigentlich mal eine anmachen? Reagieren Zombies auf Licht? Weißt du das? Test es aus. Ja, gleich. Ich muss erstmal die Hütte durchsuchen. Hab noch eine gefunden. Holzfässer. Ich glaube ja. Oh, komm mit Knife. Weißt du, ich Depp, ich meckere hier über eine Taschenlampe, aber hab noch eine im Inventar. Ach, stimmt. Ich hab die schon längst weggeschmissen. Das war jetzt wieder Meckern auf höchstem Niveau. Ach ja, wo ich gerade. Wo du gerade meckerst? Ich komme nicht weg! Ich komme nicht weg! Ich will nicht sterben! Spring noch runter! Ah, die Fackeln kann man nur hinlegen, leider. Die kann man nicht in der Hand halten. Nimm nur das Messer, nimm das Messer. Haha. Ich blute und ich bin wieder. Und ich komme hier nicht. Doch, ich komme weg. Oh, ein Bär mitten auf der Straße. Komm schon. Was ich sagen wollte, apropos Straße. Also, seit dem heutigen Tag, also an dem Tag der Aufnahme, ist die PKW-Maut durchgesetzt worden. Oh, toll. Ja, wir haben es genau dann gemacht, wenn die Öffentlichkeit abgelenkt war. Ja, guter Plan, ne? Ein Hoch. Und alle, die CDU immer noch wählen. Danke. Danke, danke, danke. Ich glaube, das ist die ganze ältere Generation. Weißt du, die Frau Merkel sagte, die Frau Merkel sagte, mit ihr würde es nie eine Maut geben. Sagte nicht irgendeiner, wir haben nie die Absicht, eine Mauer zu bauen? Später sagte sie dann aber, man kann das, was man vor dem Wahlversprechen sagt, nachher nicht für bare Münze nehmen. Gut, dass sie das sagt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das Schlimme ist ja eigentlich, wo sind meine Bandagen da unten? Alle anderen Parteien sonst was sind ja mit involviert. Ich meine, die haben ja nichts dagegen gesagt. Wahrscheinlich wollen es alle haben. Und sie ist positiv. Die 500 Millionen, die wir da pro Jahr zusammenkriegen, reichen für 1 Kilometer Autobahn. Oh. Zum Restaurieren. Schön. Ah ja, die schönen Bayern, eine bayerische Partei. Warum verliert man Energie, wenn man ganz normal joggt? Ich weiß es nicht. Das hat man doch früher nie, da hat man doch regeneriert und man hat nur verloren, wenn man gesprintet ist. So, ich habe schon meinen Kompass wieder. Ich sprinte jetzt, mir reicht es. Ich habe keine Zeit hier rum zu joggen und dann bin ich irgendwann kaputt. So, Pleasant Valley war wo? Im Westen. Links, mittig. Westen, ja, Westen ist da lang. Ja, da lang so. Ich habe ja einen Kompass. Ach, du hast immer noch einen Kompass? Ich habe den gerade gefunden, schon wieder. Kompass. Ah. Ich hoffe, ich bin ja auf dem Avram Highway, der nach Pleasant Valley führt. Oh, da ist ein Schild. Speed Limit, okay. Hilft mir jetzt nicht. So, das Reh läuft weg, der Wolf hinterher und zwei Zombies hinter den Wölfen. Ja, jawohl. Ich mag Nachtaufnahmen nicht. Nacktaufnahmen? Nachtaufnahmen. Und Dings Trailer gleich mal hin. Ich habe wieder einen weißen Schutzhelm auf. Oder ein Schild. Next Exit, ach so, toll. So. Irgendwie sind die Zombies nachts nicht so aggressiv wie tagsüber. Bitte? Bei mir, die gucken nur, was ich mache und bleiben stehen. Hm. Okay, ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte gerne Büschen mit Beeren. Ich habe bald keine Energie mehr. Ich bin nur auf 18% runter. Was ist denn das?
Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.